bin nun endlich weiter beim Kobalt-Kai. Ich hoffe es, denn ja. Wir machen bis jetzt echt gute Fortschritte. Wie gesagt, das ist ja der dritte Boss-Level. Da werden wir hier wahrscheinlich wieder auf einen Kuppelig treffen. Ja, ich kenne es eindeutig zu spüren. Der große blaue Farbstein ist hier. Und ich, Hast du mich gefunden, Mario? Ich bin in diesem Karton doch praktisch unsichtbar. Wir haben die Information erhalten, dass der Feind hier am Kobalt-Kai eine Geheimwaffe entwickelt. Wir haben die Basis infiltriert, aber die Sache ist uns schnell über die Kappe gewachsen. Aber jetzt bist du ja da und bringst alles in Ordnung. Blauer Rettertort Nummer 19 bereit zum Einsatz. Jetzt ab zum Rapport beim Terrakotta-Tabell. Oh, warte mal, ich gehe nur kurz zum Level raus, dann bis gleich. Ach, und by the way, ne? Hier ist ein Totem-Mülleimer, der Tipps gibt. Welches Dings man für den Kampf benötigt. Aber ich glaube, ich weiß schon, welches wir benötigen. Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Daher bis gleich. So, jetzt sind wir hier drin und können praktisch loslegen. Ich freue mich schon richtig aufs Level und hier geht direkt mal lauf. Bam. Damit ich gegen euch erstmal nicht antreten muss. Und wir haben eine Karte direkt bekommen, die Schweifkarte. Ich sehe der Zaun, den Zaun kann man durchbrechen. Ich wollte mit dem Hammer wischen, aber hab dann verzählt. Was ist das bitte für ein Shy Guy? Ein goldener. Naja, ich nehme mal an, wir können sie mit dem K.O.-Hammer und dem Sprung besiegen. So, der geht ja direkt down, denn der kann nix sehen, nu. Jetzt zu dir! Was?! 12 Schaden macht dieser Dude. Ach, du Kacke. Ich glaube, hier wird der Eisensprung benötigt. Ich nehme mal einen großen. Weil ich glaube, einen anderen habe ich gerade nicht zur Verfügung. Ja, genau. Ein Eisensprung ist die Lösung. Geht klar, ey. Ja, moin. Gut, den greifen wir mit einem abgenutzten Sprung an, weil der kann da eh nix. Boah, was haben die gut gedroppt, ey. Ja, wirklich, der goldene Scheibe, der war auch schwierig herauszufinden, aber für mich war das jetzt einfach und... Weil ich versuche mal ein bisschen die Kameraposition ein bisschen leichter hinzubekommen, dann bis gleich. Ja, so ungefähr. Also werde ich es mal jetzt probieren und da ist ein farblos Fleck. Da mache ich mir doch glatt. Ein Fünfarmer. Den nehme ich doch glatt mit und dich auf die Ruhe. Der war kurz vorm Umfallen, habe ich den noch erwischt. Der war kurz vorm Umfallen des Wodka-Trinkens. Und das ist jetzt ein Silberner, oder was? Okay, abgenutzter Sprung. Und habe ich noch einen Eisensprung? Bitte. Nein, ich habe keinen Eisensprung mehr. Help. Ach, dann setz ich mal die feuerliche Kopie ein, nützt ja eh nix. Nick. Boom. So, der geht davon, glaube ich, nicht down. Ich habe ja gar kein Dings. Boah, glitzert das, ey. Da denkt man sich im ersten Moment, Roli, Glitzer. Nee, Spaß. Ein exzellent gelandet sogar.
Jetzt noch ihn alle. Hilft das oder hilft das nicht? Ja, es hat geholfen. Okay, Dinge sind wahrscheinlich auch dafür geeignet. Die. Boah, der droppt wieder ordentlich. Und ein neues Extra kommt rein. Also Level up. Auf 350. Nice, nice. Nice, nice. Nein, da der eine will direkt Stress. Dann geben wir es ihm. Okay, das ist auch mit einem normalen da lohnt sich der Kampf. Gut. Sprung und Feuer. Nein, Scheiße! Oh mein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Oh, ich den Sprung halt selbst eingesetzt. Ich dummer Holzkopf. Ey. Selbst kann man doch nicht dumm sein, ey. Ich anscheinend schon. Gut, hier haben wir bis jetzt alles eingefärbt hier unten, nehme ich mal an. Ha, ich kann mal so weghauen. Wenn du nicht kannst. Und einen von 23 Rittertots haben wir schon mal gefunden. Alter, was sind denn das? Das sind ja richtig viele. Spitz die Lauscher! Der Feind hat unsere Basis infiltriert. Der Feind operiert verdeckt, also werdet ihr jetzt die Basis auf den Kopf stellen und jeden Winkel durchsuchen. Jawohl, zu Befehl, auf den Kopf jeden Winkel. Ein Doppeleisensprung, nice. Na, das freut mich aber. Hä? Wie? Was? Habt ihr den Feind etwas schon aufgespürt, ihr Maskenmeute? Ja, ich stehe da. Zu hören, auf dem Papier mag Mario stark wirken, aber vergesst nicht, er ist allein und ihr seid in der Überzahl. Ja. Soldaten, stapeln, zack, zack. Jawohl, zu Befehl, stapeln. Ist das deren Ernst? So, jetzt wirklich fünf von denen weg wurde. Bleibt mir nur eines übrig, ey. Volle Kavuch mit diesen Attacken, aber nur, ey. Und jetzt, wenn noch welche übrig bleiben, ist es ja nicht so schlimm. Sollte jetzt langsam reichen. Ja, die sind geschwächt. Okay, es hat geklappt. Ich hatte gerade die Schnapszahl 7777. 7777 hatte ich gerade. Ah, die waren das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Rückzug! Und er gibt mir Schweifkarten. Tja, das ist der ohne eingezogenen Schweif weggelaufen, verstanden? Weil er die Karten dagelassen hat. Ja, ich hab's schon kapiert. So, Schweifkarten und eine Menge RP bekommen. Das hier dürften schon alleine wieder 15% darstellen oder so. Was? So rot bin ich noch nicht komplett. Dafür gibt's noch ein paar Menschen, die Schlawine. Bevor ich gehe. Noch ein Schweif. Oh. Ey, was machst du da? Lass das! Siehst du nicht, dass ich hier heimlich die stille und leise die feindliche Basis in
infiltriere. Oh, du bist Mario. Tut mir leid. Blauer Retter Nummer 2 bereits im Einsatz. Und jetzt zum Report im Terrakotta-Tempel. Denn wir brauchen noch viele. Noch 21. Das wäre schade, dass wir nicht schon da aufrücken. Ja, ich weiß. Da ist eine Bonustür. Aber wie komme ich da hin? Das kann es nicht sein. Welche Minispiele hatten wir noch nicht? Gelb. Yay, gelb. Oh lol. Glücksröhrenraum. Wähle eine Röhre, gewinne Preise. Mario wechselt immer die Röhre, wenn er eine seitlich verlaufende Röhre erreicht. Okay, muss ich mir die jetzt merken, oder was? Ich nehme mal diese Röhre da. Nein! Nein! Oh, komm schon! Mann, ey. Ich habe immerhin den zweitstärksten Preis bekommen, das ist auch nicht schlecht. Gut. Gehen wir weiter, wir wollen schließlich ja mal mehr sehen. Boah, was ist hier los? Ich habe einfach nur Pech. Siehst du, die drei Zaunstöcke, eines davon ist der Schwachpunkt. Aber was ich auch tue, ich finde nie das Richtige. Bitte hilf mir, du hast doch immer Glück. Lass mich daran teilhaben. Geil. What? Wollt mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass dieses Ding 20 Leben absaugt. Ach so, wahrscheinlich. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was man da tun muss. Man muss mit der Farbe die Dinger markieren. Dann sieht man, glaube ich, dass die falsch sind, oder? Ja. Tatsache. So, das ist jetzt falsch. Da nehme ich mal das hier. Okay, jetzt kann nur das hier richtig sein. Ich glaube, die Zaunstücke werden jedes Mal anders aufgestellt. Wenn nur eine Möglichkeit gäbe, festzustellen, gegen welche du bereits geschlagen hast. Die habe ich schon rausgefunden, Fabian. Was? Dieser Schatten ist faszinierend. Man ist direkt versucht, die Falle mit Absicht auszulösen. Ja, was ist das? Au. Was für eine dicke Beule. Mario, du warst kurz außer Gefecht, alles in Ordnung. Hast du jetzt einen Sprung in der Schüssel? Ist das ein Dings? Ja, das ist ein Dings. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Dings und dann tatsächlich. Ah, ist das gemein. Miau. Was ist es? Ein Becken. Extrem schweres Badezubehör bekommt man es auf den Kopf, geht man garantiert K.O. Ja, ist klar. Gut, welches ist jetzt richtig? Das? Ne, ist falsch. Nein, warum? Oh, please. Ich gehe gleich staunen, sag mal. Nein, schon wieder nicht. Ich gehe gleich staunen. Okay, das war jetzt aber geraten. Das war toll. Ich kann förmlich spüren, wie mir das Glück wiederholt ist. Blauer Retter Tod Nummer 18 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Report bei unserem Anführer im Terrakotta-Tempel. Warte mal. Was passiert denn, wenn ich hier gegenschlage? Das war also nicht geplant. Oh, neue Gegner.
Und zwar sind das Ninjis oder so, ne? Ja, ja, genau. Die Ninjis sind es. Kämpfen wir doch mal gegen die. So. Ich höre allerdings nicht viel, weil man so, falls es nicht ausreicht, nämlich auf den großen Hammer-Teil, den wir gerade bekommen haben. Bam, 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 bam. Was die halt nicht noch aus. Please. Police! Bei dem ist gar nicht wirklich reichen. Ne. Nie und nimmer. Nie und nimmer! Was? Ach lol. Nee, wisst ihr was? Können sich ach scheiße ich wollte gerade so tun als können die sich selber töten, dabei habe ich keine Dings mehr, keine ja hier wie heißt keine keine Pickelhelmkarte mehr. Verdammt! Also ich höre nicht viel über meine Bluetooth-Kopfhörer, die ich vom Nikolaus bekommen habe. Ja, okay, vergesst es, Leute. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erwähnen. Ich bin immer zu gierig irgendwie mal. Oh no, jetzt geht es sogar nicht los! Was ist denn hier los? Nee, jetzt greifen wir echt mal die Flucht. Und natürlich! Meine Flucht geht schief! Und natürlich! Jetzt flüchte doch mal. Ist das denn so schwer? No, 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 no. Langsam hab ich keinen Bock mehr. Jetzt haltet mal den Atem an. Jetzt kommt der Powerblock, der euch zu. Guck mal, die Sprünge killen die direkt, ey. So, da kann eh nichts machen. Daher. Hammer. Ich habe inzwischen schon so viele Schweifkarten, ey. Oh, das bringt natürlich viel EP. Und jetzt wollen diese Scheiße damit losgehen. Fällt ihr bei dir, denn ihr seid zu schwach. Ihr Noobs. So, wo ist der jetzt? Das denn? So. Aha, da sind neue Ninjis. Dachte ich mir schon. Ich gehe extra aus Nummer an euch vorbei. Ihr Nudelholze. Darum ist nicht erwischt. So, ich hoffe mal, dass da unten jetzt keine Farblosflecken waren, sonst bin ich wirklich dumm. Da welche einzufärben. Zum Kaffee geht es da lang. Okay. Dann mal eben gespeichert. Also anscheinend ist da dann ein Kaffee-Restaurant. Schweif, Pilz, Schweif, Pilz. Pilz, Schweif, Pilz. Oh.
Okay. Ich bin mal gespannt, was hier abgeht. Ha! Nein! Boah! Chillt mal eure Base. Da hat ja jeder irgendwas Persönliches am Start, Mann. Gut, ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Selbst das können, selbst das reicht, glaube ich, nicht, oder? Nein. Doch, das reicht noch. Den Sprung hätte ich sogar gar nicht gebraucht. Ja, den Sprung hätte ich sogar gar nicht gebraucht. Verdammt, jetzt habe ich den Doppelsprung aufgebraucht. Na egal. Hauptsache wir besiegen die Gegner und kriegen auch RP-Punkte dafür. Ja, was ist das eigentlich für ein Steiger da hinten? Ist das dieser schwarze Steiger vom Schiff? Sieht so aus, ne? Ja. Bleh. Ist das der vom Schiff? Glaube ich schon sein. Okay, Powerblock, Power, 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 da. Ich muss das einmal nur kurz austesten, ob das auch stimmt. Ich möchte nur kurz austesten, ob das auch stimmt. Ja, das stimmt. Gut, dann kriegst du mit dem Powerblock auf die Schnauze. Und ein riesiger Hufhammer daher. Also ein Staunbein. Dann sollte er eigentlich Staunbein. Alles klar. Da war nur ein Holzstück, aber hat aber trotzdem gereicht. Für den kriegt man auch ein bisschen mehr RP als die anderen. So, die sind alle ganz leicht zu besiegen. Eine Münze. Nein! Gut, jetzt fisch ich aber welche Block einfach auf dem Feld. Jetzt möchte ich auch. Und natürlich geht meine Flucht tief! Das Frühling hab ich ja noch gar nicht. Okay, mein Gott. Wenn ihr es wollt, kriegt ihr es auch so. Seriensprung und Hüftpushen. Go. Go, 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 go. Boom! Boom, boom, boom. Was? Einer ist da verdammt nochmal übrig. Oh, gelbe Scheierkarte erhalten. Nice. Hab ich doch irgendwo glatten blauen Tod gesehen, oder? Ja. Den gehen wir gleich holen. Zuvor. Lol. Ich hab grad Schatten. Kommt da denn noch, Alter?
klar, ey. Und noch einer natürlich. Wir haben uns als Team durch die Lüftung geschlichen und sind als Team steckt geblieben. Ich bin übrigens der Letzte, falls du dir darüber Sorgen gemacht hast. Ja, habe ich auch. Blauer rettete uns Nummer 8 bis Nummer 17 gerettet. Und jetzt zum Rapport, die anderen sind schon los, muss hinterher. Alles klar. Ja, was ist da jetzt noch drin? Scheiße, Bombs! Nein! Das wollte ich jetzt eher gesagt nicht. Ja, was machst du da? Was guckst du so? Suchst du Ärger? Nein, ich suche keinen Ärger. Ich wollte nur wissen, was du da machst. Der will flüchten, dieser Lull. Na komm her, dich mache ich kalt. Dich mache ich schon kalt, Junge. Okay, oh. Was ist das? Lol. Aua, du bist ja stark. Ich habe mich als Snippet verkleidet, um den Feind zu unterwandern. Aber die Maske war so eng, dass ich nicht mehr richtig sehen konnte. Tut mir leid, dass ich so unfreundlich zu dir war. Ach, ey. Da muss das wirklich nicht sein, oder? Loretta Nummer 3, bereit zum Einsatz. Und jetzt zum, keine Ahnung was, im Terrakotta-Tabell. Okay, und jetzt schauen wir mal, was mit dem Tod da oben ist. Na, geht's dir gut? Wenn ich ganz stille liege, sieht er mich nicht. Vielleicht nicht. Und mit dem Reden sollte ich wohl auch aufhören. Na, was soll's. Blaurettet dort Nummer 20, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport und bei unserem Anführer im Terrakotta-Tabell. Ich kann direkt runter. Und ignoriere mal die zwei. Aber der eine will's ja wissen, ey. Der eine will's ja wissen, also. Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Hab ich denn noch einen Eisensprung? Ich kann es ja mal mit dem Wurf mal probieren. Warte mal, erst der Korona. Dann der. Ja, auch der Wurfhammer wirkt, wie nice. Also der Wurfhammer und der Eisensprung wirken und die Dingse. Hüpfpushen. Attacke. Zack. Wurde wieder übelst viel gegeben, du. Und schon direkt das nächste extra, ja. Ist denn heute schon Weihnachten? Anwitz. Dem schleiche ich mich vorbei, denn ich will keine Kämpfe haben. Danke. Was geht hier? Oh, die fressen Burger. Ich möchte auch einen Burger. Da ist eine Karte drin. Großer Sprung. Da ist ein Rettertochter. Hallo Mario. Der Barista hat mich während meiner Observierung mit Kaffee versorgt. Ich glaube, er ist auf unserer Seite. Oh, das geheime Passwort für unseren verdeckten Agenten hier ist übrigens... Ach, ich hab's vergessen. Es war jedenfalls ein ganz normales Wort, glaube ich. Nichts Spezielles, oder war es doch ein Spezialwort? Barrettertot Nummer 4 bereit zum Einsatz. Jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Terrakotta-Tabell. Alles klar. Na, was macht ihr da? Der Lava-Burger ist heiß.
Ist das ein Lava-Burger? Diesen Burger zu essen ist wie Drager dann einen Schmatzer aufzudrücken. Okay. Und hier? Das war vielleicht scharf, aber es hat sich gelohnt. Ja, das war jemand anders und der ist jetzt. Das war jemand anders. Das war noch ein Scheiger und der ist jetzt tot. Ach so, verstehe. Der verkauft die Burger, die fressen das natürlich und dann verbrennen sie. Das ist. Die Burger sind also quasi Gift. Aber ich habe gedacht, Burger ist das gesündeste der Welt. Stimmt das etwa nicht? Oh nein! Meine Welt ist kaputt. Naja, was soll's. Gehen wir mal ihn fragen, was das ist. Willkommen im Kaffeehäuschen am Kobaltkai. Unser Lava-Burger ist aller Munde. Der ist so heiß, dass dir Dragadon-Schuppen wachsen. Kaffee, Prismasaft, Lava-Burger, Spitze. Ich nehme mal den Lava-Burger mit. Unser Lava-Burger ist in aller Munde für 200 Münzen. Ja, gönn ich mir mal. Lava-Burger halten. Nur für kurze Zeit gibt es den Lava-Burger noch als Yippie-Set mit Bonus-Item. Angelrute, gönn. Oh, das war unser letztes Yippie-Set. Du hast wirklich Glück. Darf es noch etwas sein? Was ist denn das Spezialmenü? Was ist das denn? Du willst ganz sicher das Spezialmenü? Ja, ich will mal wissen, was das ist. Was guckst du denn so? Gut, verhalte dich ganz natürlich und hör gut zu, ja? Dieses Café ist nur Tarnung. Ich bin ein Superspion, der außerdem zufällig den besten Kaffee die Salz vom Vulkan Siena braut. Ich habe Informationen über diese Karte hier erhalten, die gegen die Geheimwaffe hilft, die sie hier entwickeln. Nimm sie, ich hoffe, dass sie dir hilft. Noch eine Schweifkarte. Noch eine. Ich kriege ständig neue Infos rein, also schau mal wieder vorbei, wenn dir etwas Probleme bereitet. Vielen Dank für den Besuch. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Ja. Ja, was macht ihr? Wir machen nicht blau, wir machen nur Pause. Ein bisschen Ausgleich muss sein. Man muss beim Entspannen trotzdem auf der Hut sein. Man weiß nie, wie lange Ohren macht, ehe man sich's verzieht. Redet man über streng geheimes Zeug. Lava-Burger sehen ein bisschen so aus wie der Vulkan Siena. Hier ist auch einer geschoben. Ich habe noch nicht mal einen gegessen, ich saß ihm nur gegenüber. Ja, weil er den mit dem Feuer gekillt hat anscheinend. So, gehen wir mal in den Raum, da war ich noch gar nicht. Lol. Ja, das ist ein Gym. Das reicht sich so dämlich aus einfach. Ich glaube, ich spinne. Deine Scheibe macht wohl schlapp. Ja, willst du nicht mal langsam runterkommen? Siehst du nicht, dass wir ja gerade trainieren? Ey, was? Ich wollte nur den Rettertoten freimachen. Müsste mich gleich hier so anmachen, hier, Dummköpfe. Gut, ja. So, Triple Jump. Also, warte mal. Also erstmal den großen Sprung und dann den. Weil das Level, der hat ja mehr Leben als. Bayon, die ist schon mal weg. Unser Trainer ist weg, wir sind frei! Lol.
war jetzt nicht geplant. Oh Mann, ey. Bist du's? Mario? Läufst du eine Runde mit? Ja, besser als nix, ey. Bisschen Sport machen, ne? Ich geh mal ins Gym gleich, ne? Ist klar. Puh, jetzt kann ich aufhören. Wir haben heute über 6 bereits zum Einsatz. Jetzt habst du mal Papa bei unserem Alpha-Tarakata-Tempel. Ich habe mich ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ich dachte, nach all der Zeit wäre mein Fitness im Eimer. Kannst auch nicht laufen. Ja, willst du auch nicht langsam aufhören? Siehst du nicht, dass wir den Herrn? Ja, doch, ich sehe es, aber ich muss den Rettertor befreien. Hier vorne ist mir zu gefährlich. Jetzt geht er nach hinten, die Pussy. Also, das ist jetzt wirklich zu dumm. Ich probiere mal das Becken aus. Guck mal, was das Becken macht. Komm, Becken. Zeig uns deine Macht. Boing. Da ist so nur Boing. Ist klar, ey. Eine rote Sniffelkarte bekommen. 9.603, 9.683, 9.685, noch 990.315 Kniebein bis zur Million, fast geschafft. Oh, Mario, dieses Training ist wirklich hart. Ich krieg schon Pfeifen. Blau Reiter hat Nummer 5 bereit zum Einsatz. Jetzt muss ich mal mit Kniebeugen zu meinem Anführer. Ja, ist klar, als wenn er jetzt so springt. Hey, du da, ich brauche den Rettertod. Siehst du den Trainer, Mann? Ja, das ist brav. Das wird ihm nichts bringen. Der geht auch schon wieder nach hinten. Jetzt sind es aber wirklich Pussys. Gut, zweimal Doppelpushen. Ich hoffe mal, das reicht. Und wenn ich mich verdrücke, dann bin ich wirklich dumm. Zweimal geschafft. Okay. Bam. Jetzt vor allem den Sniffet down kriegen. Keine Knockdown. Das hat echt nicht gereicht, willst du mich jetzt veräppeln? Jetzt holen sich nochmal neue Gegner. Boah. Chill mal deine Base, Digga. Soll jetzt wirklich gegen die angreifen oder was? Scheiße gegen die. Och nee. Mann! Kämpf doch gegen den Sniffet an! Boah. Miau! Na, jetzt hör mal auf! Du holst dich die ganze Zeit neu scheren, dass ich mir feierlich bin. Ich muss es so machen, bleibt keine andere Wahl, ey. Ich glaube, das könnte reichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden reicht das. Bam. In den letzten Sprung habe ich leider keinen Exzellente bekommen, aber egal. Hauptsache sind jetzt down und ich kann den Tod runterholen. Hallo, ich muss an die gelbe Farbe. Geht doch.
So, du frei. Und perfekte Landung. Mit dem ganzen Training habe ich ordentlich was gerissen. Naja, ich hatte der Trainer ja auch extra auf mich zugeschnitten. Larette hat Nummer 7 bereit zum Einsatz und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Terrakotta-Tempel. So. Ja, warte mal, ich möchte uns kurz da gucken. Pickelhelm, finally. Froschanzug und Schweifkarte. Okay, hier ist die Röhre, dann gehen wir mal da rein. Hi, was machst du da? Jeden Tag von morgens bis abends nur Training, Training und noch mehr Training. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin abgehauen. Zurück kann ich natürlich nicht mehr, ich sitze hier fest. Da ist ein Weg. Jeden Tag von morgens. Das habe ich auch schon probiert, aber ich war wohl nicht trainiert genug. Danke jedenfalls, Mario. Laurent hat Nummer 21 bereits im Einsatz. Und jetzt ab zum Report bei unserem Anführer. Oh, yeah. Boah, ich sehe aber schon der erste Part. Boah, ich sehe aber schon, diese Part ist jetzt schon ziemlich lang, deswegen würde ich sagen, der Kampf mit dem Koopaling beginnt dann in einem nächsten Part. Daumen hoch, wenn ihr das heute noch wollt. Und ja, Daumen hoch, Abo und Glocke da lassen. Dann verpasst ihr kein Video mehr und das würde mich mega freuen. Also, ciao und haut rein.